Wir sind auf der Suche nach etwas Neuem gewesen. Wir sind fündig geworden. Schwarze Spätzle mit Sautilés. Sagt euch nichts. Macht nichts. Ich zeige euch, wie es geht. Und wir fangen gerade an mit den Spätzle. Für die Spätzle nehmen wir eine grosse Schüssel. Dünn das Mehl und Salz mischen. Formen eine Mulde. Dann kommt in eine andere Schüssel Magerquark. Die drei Eier drin aufschlagen. Und einen Teelöffel schwarze Lebensmittelfarbe. Das Ganze tun wir schön gut verrühren. Und leeren es langsam ins Mehl rein. Dann kann man das ganz langsam schon mal ein bisschen anfangen zu verrühren. Zu einer geschmeidigen Masse rühren. Teig schön schlagen, bis sich die Blasen werfen. Den Teig decken wir zu und bei Zimmertemperatur 30 Minuten quellen lassen. Bevor wir es vergessen, nutzen wir schnell die Zeit und wärmen unsere Teller im Ofen vor. Die Spätzle tun wir jetzt aufs Sieb durchlassen. Für das brauchen wir Salzwasser, unser Spätzle-Sieb und unseren Teig, der jetzt schön 30 Minuten quellen konnte. Den können wir jetzt anhand vom Teighorn schön sorgfältig durchstreichen. Wenn wir sie durchgelassen haben, rühren wir sie einmal durchrühren und warten, bis die Spätzle oben aufschwimmen. Dann können wir sie gerade in die vorgewärmte Schüssel rein tun und geben noch eine Butter dazu, dass sie nicht kleben. Für unsere Sautilés brauchen wir richtig schön heiße Pfanne, dass die Flüssigkeit nicht austritt im Braten. Dann nehmen wir eine Bratbutter und rühren sie ca. 3 Minuten rührbraten. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz, um die goldbraunen Sautilés zu würzen. Ich tue sie in eine Schüssel und zurück in den Ofen zum Warmstellen, damit wir die Soße machen können. Den Bratensalz lösen wir mit dem Marchetto Balsamico. Unser Marchetto Balsamico und unsere Bouillon reduzieren wir jetzt etwa 6 Minuten. Reduzieren. Das gibt unsere Säure und die schöne Süße für unsere Soße. Unsere Soße binden wir noch schnell mit Maizena abbinden und dann können wir schon so anrichten. Dann können wir unsere Soße noch absieben, dass wir kein Stückchen drin haben. Am besten geht in eine Schüssel oder in eine Sauciere. Dann können wir anfangen anrichten. Schon ein Blick kommen. Machen wir es mal nach.